Herzlich willkommen zur Traumflieger Equipment Demo. Heute geht es um die Olympus OMD EM1X. Also hier zu sehen, ganz neu rausgekommen, ein kleiner Kracher mit fest verbauten Hochformat-Auslöser. Nicht ganz billig, UVP 2.999 Euro, also rund 3.000 Euro ausgerufen von Olympus. Parallel gibt es auch die OMD EM1 Mark II, also die ist deutlich schlanker. Hier mal im Direktvergleich meiner linken Hand die EM1 Mark II ohne vom Hochformatauslöser, also nicht fest verbaut. Die gibt es auch noch weiterhin parallel, die ist derzeit so um 1700 Euro erhältlich, aber hier die EM1X. Ja, das ist ein kleiner Kracher, weil ja der Trend geht ja eigentlich so Richtung Vollformat im Moment. Viele Hersteller springen da aufs Vollformat, spiegelloses Vollformat auf. Olympus verlässt sich noch auf seinen Micro Four Third Sensor, 20 Megapixel, 3000 Euro. Ja, was hat es mit der Kamera auf sich? Was steckt in ihr? Die sehen wir uns hier einmal näher an. Die OMD EM1X hat eine super HDR-Funktion. Ja, da macht sie vier Aufnahmen sehr schnell nacheinander und verrechnet das auch automatisch. Und das ist natürlich besonders interessant, wenn man viel mit Sonne zu tun hat. Ja, das will ich gleich mal nutzen hier früh morgens in der Landschaft. Hat auch schon die EM1 Mark II. Finde ich super und nutze ich sehr gerne diese HDR-Funktion. Ja, dann starten wir sie doch einfach mal. Wie schnell ist sie eingeschaltet? Also hier mal zu sehen. Ich schalte sie ein und hier kann man auch schon hören und sehen, wie schnell sie ist. Also rasend schneller Autofokus, also Single Autofokus. Wenn ich das hier im Nahbereich noch mache. Und auf Distanz. Ja, geht super schnell und sie ist auch super schnell.
Ich habe sie jetzt im schnellsten Serienbildmodus mit Verschluss, also ohne elektronischen Verschluss eingestellt. Da schafft sie 15 Bilder pro Sekunde, rund 100 RAWs, unverzögert mit dem Puffer. Und wenn man sie jetzt verstellt, ich kann sie jetzt auch noch in den Geräuschlosmodus stellen. Jetzt ist sie lautlos. Und ja, jetzt habe ich sie lautlos ausgelöst. Jetzt speichert sie hier noch. Und ja, die Geschwindigkeit ist eine der großen Stärken. 18 Bilder pro Sekunde. Und ja, wenn ich das mit mechanischem Verschluss mache, man hat noch verschiedene Geschwindigkeiten, zum Beispiel auf 10 Bilder pro Sekunde, da hält sie dann sogar 287 RAW unverzögert in Folge durch. Ja, das ist natürlich eine der großen Stärken. 18 Bilder pro Sekunde, welche Kamera schafft das schon? Gibt ganz wenige, die so eine hohe Geschwindigkeit mit kontinuierlichen Autofokus, also auch für Bewegtmotive geeignet, die das schaffen. Und die Olympus OMD EM1X, ja, die kann das. Und ja, schauen wir uns nochmal die Tasten hier auf der Rückseite an. Hier gibt es natürlich die klassischen Pfeiltasten. Dann haben wir hier einen Weißabgleich. Und hier können wir das Kartenfach wechseln. Wenn da zwei Speicherkarten drin sind, ja, wechselt man das einfach. Dann gibt es natürlich hier eine Mülleimer-Taste. Wenn man in der Play-Funktion ist, kann ich hier natürlich Bilder löschen. Und dann haben wir hier die Menüfunktion. Da komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Und ja, dann haben wir hier eine Infotaste. Und hier über die Infotaste kann man verschiedene Optionen, auch Wasserwaage und so weiter, abrufen. Hier haben wir eine Set-Taste, da kommt man dann in einen Quick-Control-Screen rein. Ja, das kennt man auch schon vom Vorgänger, also hier der Quick-Control-Screen zu sehen. Und ich schalte hier nochmal kurz. Da hat man dann noch die Blitzoption und hier hat man dann die Serienbildfunktion und hier kann man das dann durchschalten. Hier gibt es also verschiedene Serienbildmodi und auch Selbstauslösermodi. Hier haben wir noch einen High-Resolution-Modus, den stelle ich später auch noch kurz vor. Und dann gibt es hier oben auch noch eine Funktion, um Bracketing-Funktion ein- und abzuschalten. Und ja, das sind also hier einige Funktionen obendrauf. Also hier haben wir die drei Funktionstasten, das eine dazugekommen. Ich zeige nochmal hier an der OMD EM1. Da hat man also zwei Tasten obendrauf und jetzt ist eine dazugekommen. Das ist nämlich die Bracketing-Taste. Ja, Blitzanschluss, internen Blitz gibt es nicht. Und dann haben wir hier das Programm Wahlrad, da gibt es also die Kreativprogramme PASM und dann gibt es einen Bulb-Modus, der ist neu. Vorher hat man ja den Bulb-Modus im Programm M aufgerufen, jetzt gibt es einen B-Modus und jetzt gibt es vier Custom-Programme und ein dediziertes Videoprogramm. Da gibt es dann 4K-Video, also Sine 4K mit 4096 mal 2160 mit 24p, das gibt es auch schon an der EM1 Mark II und UHD-Video natürlich bis 30p und die Full HD und HD haben wir natürlich auch. Dann haben wir hier mittlere Belichtungsstufe-Korrektur, ISO-Taste, Racket-Taste für den Videomodus und natürlich den Auslöser, schön abgesenkt hier und hier vorne haben wir dann noch ein Einstellrädchen. Und das zweite haben wir hier auch hinten. Nicht mehr ganz so ausladend wie an der EM1. Da haben wir hier so ein größeres Rädchen für die mittlere Belichtungsstufe. Das kann man sich auch umkonfigurieren. Ich habe mir das so konfiguriert, dass es mittlere Belichtungsstufe ist. Und hier vorne haben wir auch ein etwas größeres Rädchen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, wenn das noch entgegenkommender ist. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Das findet man auch an der EM1, EM5 Mark II oder EM10 Mark III. Das ist hier etwas versenkter, aber trotzdem gut gemacht.
auch hier vorne gut gemacht. Ja, und hier auf der Vorderseite haben wir jetzt zwei individuell konfigurierbare Tasten. Die sind gedoppelt im Hochformat und ja, das ist natürlich das Besondere. Hochformat, Auslöser, das ist fest verbaut, der Batteriegriff, und gedoppelt haben wir hier oben auch das Einstellrädchen für die mittlere Belichtungsstufe oder für die Blende, der Auslöser, dann haben wir mittlere Belichtungsstufe und die ISO-Taste gedoppelt und hier das Daumenrädchen oben auch nochmal gedoppelt und ja, noch weitere Tasten und auch der Joystick ist auch gedoppelt. Ja, den Joystick, den muss ich natürlich nochmal zeigen. Also hier kann man dann den Autofokus nutzen. Ja, der Joystick, der ermöglicht mir hier also die Direktsteuerung. Und hier kann ich also das Autofokusfeld direkt ansteuern und auch zurück in die Mitte. Also ich habe auch eine Mittenfunktion. Also da kommt man also sehr weit. Und ich kann auch im Menü das Ganze steuern. Also Menübefehle kann ich hier also auch ansteuern über den Joystick und kann auch vor und zurück gehen und auch Optionen bestätigen. Also da hat man sehr viele Optionen hier über den Joystick. Und ja, dann zeigen wir noch mal kurz, hier haben wir natürlich auch einen Quick Control Screen und ja, hier kann ich zum Beispiel auch noch die Autofokus Methode ändern. Hier haben wir zum Beispiel auch noch einen Spot Autofokus, um also noch mal das Autofokusfeld weiter einzuschränken. Und hier gibt es Feldgruppierung, also 4er, 9er Feld oder noch stärker erweitert oder automatische AF-Feldwahl. Also hier gibt es viele Optionen natürlich und der Joystick, ja, der lässt sich natürlich direkt so ansteuern. Wenn ich jetzt automatische Messfeldwahl habe, das ändere ich nochmal, dann kann ich den Joystick natürlich nicht benutzen, weil das macht ja keinen Sinn. Aber so ist der Joystick auch ein echter Mehrwert, der ist auch haptisch sehr gut umgesetzt, gute Druckfunktion, also haptisch absolut überzeugend. Hier der neue Joystick an der EM1X. Werfen wir noch ein paar Blicke in die Funktionalitäten der OMD EM1X rein. Hier die Bracketing-Funktion, also die automatische Schärfenreihenfunktion an einem kleinen Pilz mal demonstriert. Also hier habe ich mit dem 60er Makro diesen Pilz aufgenommen als Schärfenreihe. Ich verrechne das hier allerdings jetzt extern mit einem Stacking-Programm. Schon fertig verrechnet hier mit Helikon Focus Pro der Pilz. Und ja, die Schärfentiefe ist jetzt weitgehend perfekt und das funktioniert dann eben sehr gut mit dieser Schärfenreihe. Schauen wir nochmal rein in diese Funktion Focus Bracketing. Ja, hier kann man auch intern stacken bis zu 15 Aufnahmen mit einigen Objektiven und die Bildanzahl lässt sich bis auf 999 hochdrehen. Ich nutze üblicherweise aber 300. Man kann das aber auch vorher abbrechen. Schön an der Funktion ist jetzt auch, dass die Schärfe wieder auf die Startebene zurückspringt. Fokusunterschied geht bis 10 und ja, hier kann man noch eine Blitzbelichtungszeit einplanen, wenn man da einen Olympus Blitz noch einsetzt. Schauen wir mal in die Bildqualität rein. Hier im Labor haben wir eine Untersuchung, hier auch am Smartgerät. Da gibt es eine kostenlose App, da kann man also die Olympus OMD EM1X auch fernsteuern. Olympus Image Share heißt die App und ja, hier hat man Live-Bild-Parameter Eingriff und man kann die Programme auch wechseln, auch das Video-Live-Bild. Aber wir untersuchen hier die Bildqualität. Hier die Auflösung 3545 Linien bei F4 mit dem Olympus 1240 bei 12 mm. Und hier das RAW-Format bei 100% Ansicht. Das sieht alles sehr gut aus. Ein Top-Wert bei der Auflösung und die RAW-Dynamik hier bei ISO 64, ja, liegt auf dem gewohnten Niveau, wie wir es von der OMD EM1 Mark II schon kennen. Also da gibt es
Ja, gute Überraschung kann man sagen in Sachen Auflösung und die RAW-Dynamik, zumindest hier bei ISO 64, hält sich auf dem gewohnten Niveau. Schauen wir nochmal in weitere Funktionen rein. Hier die HDR-Funktion, die ich ja schon eingangs benutzt hatte. Hier gibt es auch Mehrfachbelichtung. HDR gibt es in verschiedenen Varianten. Und hier die hochaufgelöste Aufnahme ist jetzt auch freihand möglich. Und da schauen wir mal genauer rein. Allerdings hier vom Stativ aufgenommen, links die EM1X vom Stativ aus, die High-Resolution-Aufnahme verglichen mit der EOS 5D SR. Die hat 50 Megapixel, Vollformat DSLR mit 50 Megapixel ohne Anti-Aliasing-Filter, rechts also. Und links die OMD EM1X High-Resolution RAW-Format vom Stativ aus hier. Ja, ich habe jetzt eine 3:1 Vergrößerung hier in Lightroom. Wenn man sich die Auflösung anguckt, ist das sehr ähnlich, muss ich sagen. Also die OMD EM1X wirkt hier ein bisschen unschärfer, liefert aber 80 statt 50 Megapixel an und ich war bei 3:1. Also das kann schon durchaus mithalten mit einer EOS 5DS oder 5DSR. Hier nochmal ein Blick in die Videofunktion, hier bei HD, Full HD, da kommen wir dann auf 60p im Maximum. UHD hatten wir auch gerade kurz gesehen, 30p, 25 und 24p hier zu sehen. Da gibt es also viele verschiedene Kombinationen und Optionen. Unten haben wir auch noch einen Zeitlupenmodus, kann man also unter anderem Vierfach-Zeitlupe zum Beispiel nutzen in Full HD. Und ja, auf alle Funktionen kann ich jetzt im Einzelnen nicht detailliert eingehen, aber hier mal ein kurzer Blick in die Menüeinträge. Hier im Werkzeug-Karteireiter gibt es unglaublich feinteilige Menüeinträge. Hier Gesichtserkennung, gibt es auch viele verschiedene Optionen. Und aufs Tracking gehe ich später nochmal ganz kurz ein. Ja. Hier Tastenfunktion, sehr interessant, was kann man sich individuell konfigurieren. Hier auch eine sehr schöne Grafik eingebunden und ja, hier einmal durchgesteppt. Hier die vorderen Tasten kann man individuell konfigurieren, übrigens im Hochformat auch unabhängig. Da kann man also auch unterschiedliche Funktionen rauflegen. Manche Objektive haben auch eine Funktionstaste, die auch noch belegbar ist. Ja, hier gibt es sehr viele Optionen. Und hier Infoeinstellungen, wenn man sich die Temperaturen anzeigen lassen will unter den Bildern, dann sollte man das aktivieren in der Bildwiedergabe. Gitterlinien kann man natürlich einblenden. Und ja, ich mache das hier im Schnelldurchlauf, sonst wird es zu lange dauern. Hier gibt es dann noch Live-Bild-Optionen als Makro-Option betitelt. Und jetzt sind wir hier schon in D3, nochmal die Gitterlinien abgeschaltet. Und ja, hier Bulb-Option haben wir gerade gesehen, Synchronzeit 250. als kürzeste. Schnelles Löschen finde ich immer schön, habe ich aktiviert, damit man da nicht lange nochmal bestätigen muss beim Löschen. Hier GPS, das ist nochmal sehr interessant. Hier kann man kalibrieren oder Feldsensor locker einschalten. Da gibt es eine kostenlose App, da kann man zum Beispiel auch ein Höhenprofil einblenden oder eine Tour von den GPS-Daten dann nochmal visualisieren. Ja, und dann sind wir auch hier ziemlich weit am Ende. Hier noch die Bluetooth- und Wi-Fi-Einstellungen, aber das My-Menü ist nochmal sehr interessant. Hier gibt es neues My-Menü und das Interessante ist, man befüllt diese Favoriten aus dem laufenden Menü. Man ist also nicht im extra Eintragsmenü, sondern kann das aus dem Laufmenü einfach die Record-Taste drücken und schon wird der Eintrag optional auch in einem von 5 Karteireitern abgelegt. Schauen wir uns nochmal den Monitor an, der löst mit 1,04 Megapixel 3 Zoll auf und lässt sich frei drehen und auch nach vorne schwenken, also auch für Selfie oder für Aufnahmekontrollen vor der Kamera sehr interessant und das kennen wir ja schon von einigen anderen Olympus-Modellen und ich finde es sehr praktisch. Noch ein Blick durch den Sucher, der löst mit 2,36 Megapixel genauso wie an der OMD EM1 Mark II auf und ja, er kann noch minimal verpixelt wirken,
2,36 Megapixel ist jetzt nicht der Rekordwert, aber er ist soweit in Ordnung. Ja, hier vorne habe ich die Funktionstasten, die auch im Hochformat gedoppelt sind. Das ist natürlich super gemacht. Und ich komme mit meinen größeren Fingern da auch sehr gut ran. Also liegen direkt drauf. Und das Tolle ist, ich kann jetzt auch über die Tastenkonfiguration da ja freie Funktionen drauflegen. Hier habe ich vorhin morgens ja im Morgengrauen da in der Kiefern-Sandlandschaft auch die HDR-Funktion genutzt. Also wenn ich hier raufdrücke, dann wird zum Beispiel die HDR-Funktion aktiviert. Das kann man sehen. Oder ich drücke nochmal rauf, dann wird sie wieder deaktiviert. Also je nachdem, was man da drauflegt. Jetzt habe ich zum Beispiel die HDR-Funktion. Da macht sie 4 Aufnahmen in Folge und verrechnet das dann auch gleich. Raufgelegt. Und das kann ich dann auch gleich wieder deaktivieren. Oder ich kann auf der unteren Taste Livebulb-Funktion aktivieren. Das geht dann aber nur im Programm M. Hier kann man also sehen, jetzt habe ich die neue Livebulb-Funktion. Das ist also quasi eine Langzeitbelichtung, die man auch bei Tageslicht nutzen kann, ohne dass es dann gleich Überbelichtungen gibt. Ja, das kann ich natürlich jetzt im Prinzip auch so aufnehmen. Das ist jetzt auch eine Vorschau. Und wenn ich das dann aufgenommen habe, sehe ich das jetzt im Prinzip auch, dass es dann verwischt ist. Hier ist also das Bild, was ich gerade gemacht habe. Das ist natürlich dann für Wasserfälle interessant, also Livebulb-Funktion, ja, für Kreativanwender, um Wasserfälle zu verschleiern und so weiter. Das ist also eine Möglichkeit, hier kann man das also nochmal sehen, eine ganz neue Funktion, die ist dann im Programm M verbaut, die ich jetzt auch über diese Tastenfunktion, unter anderem kann man sich auch hier rückseitig auf die Tasten legen, aber dafür sind diese Tasten hier auch super schön gemacht, weil man dann eben die Funktion auch direkt aufrufen kann und da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Funktionen. Ja, eine Funktion will ich auch noch mal kurz demonstrieren. Das ist nämlich ein High-Resolution-Modus. Der lässt sich also über die Drive-Taste aktivieren, ganz weit rechts. Und ich will nur mal zeigen, der lässt sich auch Freihand nutzen. Und den habe ich jetzt aktiviert, Freihand. Und jetzt kann man sehen, jetzt wird das Ganze verrechnet. Also er hat jetzt ganz schnell 8 Bilder nacheinander aufgezeichnet. Maximal ISO 6400 einstellbar, auch im RAW-Format. Und jetzt wird das Ganze verrechnet und das dauert dann so gut 10 Sekunden. Jetzt ist das Bild da und ja, das ist jetzt also eine High-Resolution-Aufnahme, die ich jetzt mal hier so über die Schulter gemacht habe, frei aus der Hand. Und wie man sieht, funktioniert das sehr gut. Ja, mal eben über die Schulter, frei aus der Hand, High-Resolution-Modus. Ja, werfen wir noch einen Blick auf die Anschlussbuchsen. Hier haben wir also Kopfhörereingang, dann haben wir beziehungsweise externer Mikrofoneingang. Kann man natürlich auch manuell auspegeln oder automatisch auspegeln. Kopfhörerausgang, dann haben wir HDMI und hier haben wir USB-C. Und ja, hier vorne haben wir noch eine Blitzsynchronbuchse, also soweit alles komplett hier. Und hier haben wir also die Akku-Packs drin, 2 Stück BLH1. Also hier haben wir eine Schublade mit 2 Akkus, die sind natürlich im Lieferumfang enthalten und die werden also nacheinander geladen. Es gibt auch ein Akku-Info-Menü, wo die Lebensdauer und die Aufnahmeanzahl, die Restaufnahme angezeigt wird. Die haben wir schon an der OMD EM1 Mark II, die sind also kompatibel und ja, 870 Aufnahmen werden als Minimum angegeben von Olympus oder da gibt es noch einen Sparmodus, da sind es 2580, also die halten mehr als doppelt so lange wie an der Olympus OMD EM1 Mark II, also das ist auch ein echter Mehrwert hier. Die beiden Akkus, die hier in der Schublade drin sind, ja, auf der anderen Seite haben wir das Speicherkartenfach. Das ist gesichert, also da kommt man jetzt so nicht ohne weiteres ran.
Da gibt es natürlich eine Klappe, die ist natürlich auch Staub- und Spritzwasser geschützt mit Gummidichtung. Also beides UHS-2-Karten, die man hier also einlegen kann und die auch entsprechend unterstützt werden. Ja, Dual-Slot haben wir schon an der OMD EM1 Mark II, aber hier jetzt nochmal besonders geschützt. Und hier oben, ja, hier oben haben wir noch einen Fernauslöseanschluss, 2,5 mm Klinke. Und hier haben wir die Unterseite, schön viel Platz, da kollidiert nichts. Und ja, in Metall eingelassen, 1/4 Zoll Anschlussgewinde. Ja, da haben wir natürlich schön viel Platz und da kann man natürlich auch lange Kameraplatten untersetzen. Also grundsolide gebaut hier, fest integriert, da klappert nichts und das ist natürlich auch eine der großen Stärken. Ja, der Akku wird geladen über solche Ladestationen, da gibt es 2 Stück von. Also das sind im Prinzip die, die man auch an der EM1 Mark II hat, ist im Lieferumfang dabei. Dann haben wir ein USB 3 Kabel, auch im Lieferumfang dabei, sehr schön. Und natürlich ein Kameragurt hier, ein schicker Olympus-Gurt, gut gemacht, nicht zu schwer, aber ist aus Stoff gewebt, also ist nicht aufgeklebt oder so. Das ist also durchaus recht edel gemacht. Ja, kommen wir zu einem Fazit zur Olympus OMD EM1X. Tja, sie ist natürlich groß und voluminös und nicht ganz leicht. Knapp 1 Kilo ohne Objektiv. Schauen wir uns nochmal einen kurzen Vergleich an zu einer 1D-Kamera. Ja, vom Formfaktor schon ähnlich. Das ist hier eine 1DS, die ist allerdings noch mal schwerer, also auch eine Nikon D5 oder eine 1DX Mark II ist schwerer, die wiegen ja noch mal ein gutes Pfund mehr, also 1 Kilo ist jetzt auch nicht übermäßig schwer. Vielleicht hier noch mal der Vergleich zur EM1 Mark II, die ist natürlich leichter. Aber die EM1X hat natürlich viele Vorzüge. Sie ist in einigen Bereichen überarbeitet worden. Allen voran natürlich der fest verbaute Hochformat-Auslöser mit Doppelung vieler Tasten. Allen voran natürlich auch der Joystick. Der ist ganz neu und sehr schön implementiert. Auch die Menübedienung möglich mittiger Druckpunkt. Ich kann das Autofokusfeld wieder zurückstellen und das Ganze ist also gedoppelt. Auch hier diese vorderen Funktionstasten sind unten gedoppelt, die ich ja auch frei konfigurieren kann. Hier kann man sich ja auch die C-Programme ablegen auf diese vorderen Funktionstasten und kann das aktivieren oder deaktivieren über Tastendruck. Das ist super gemacht. Das ist eine der großen interessanten Neuerungen. Dann haben wir im Menü, das My-Menü ist neu. Das Menü ist auch komplett überarbeitet worden, also eine neue Funktionslogik. Und wir haben My-Menü und wir können die Favoriten direkt im Menü ablegen. Einfach hier auf die Racket-Taste drücken und schon kann man sie abspeichern. Und das ist auch eine ganz neue Funktion im Autofokus-Bereich. Das habe ich noch nicht erwähnt, gibt es auch eine neue Tracking-Funktion für spezielle Motive und zwar für Motorsport, für Train- und Plane-Spotter, also Flugzeug und Züge. Wer sich auf diesen Motivbereich spezialisiert und Spaß dran hat, der hat auch eine Tracking-Funktion. Das ist jetzt nicht unbedingt so mein spezielles Metier, deswegen habe ich da noch nicht so sehr viel mitgemacht. Wie ich hörte, soll das aber recht gut funktionieren. Also Tracking-Funktion im Autofokus-Bereich ist neu. Dann kann man auch im kontinuierlichen Autofokus auch noch einen manuellen Fokus einschalten. Und wir haben bis -6 EV in Lowlight die Unterstützung. Das ist allerdings auf F1,2 bezogen. Canon, ja, hat das ein bisschen nach oben getrieben an der EOS R, spricht auch von -6 EV. Früher hat man immer F2,8 als Basis genommen und irgendwann fingen die Hersteller an, sich gegenseitig zu überbieten. Olympus zieht jetzt mit und sagt auch -6 EV ist das empfindlich in Lowlight.
mit einem f1,2 Objektiv. Etwas größerer Sucher, zumindest laut technischer Daten. Der könnte allerdings etwas höher auflösen, wie ich finde. Hier oben LC-Display ist bei den hochwertigen Modellen auch Standard. Ja, ich vermisse das eigentlich nicht. Wann gucke ich mal hier oben rauf? Eigentlich höchst selten. Ja, dann haben wir aber noch einige Detailverbesserungen. Wir haben den High-Resolution-Modus, der lässt sich auf Freihand nutzen, hervorragend. Top-Auflösung, kommt an die 5DS heran, 5DSR heran, 50 Megapixel, zumindest wenn man es vom Stativ aus macht, also nominell 80, aber real sind das dann auch gute 50 Megapixel. Ja, auch hier mit diesem Objektiv, das ist auch ein super Kit-Objektiv. Also das nutze ich super gerne. 1240 F4, umgerechnet ist das dann ein 2480er F2,8. Hervorragendes Objektiv, auch haptisch hervorragend. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und da kriegt man auch eine super Auflösung, sogar bei Offenblende schon hin. Bis in den Randbereich. Sehr scharf das Ding, also das ist auch eine tolle Kombi mit diesem Objektiv. Ja, High-Resolution-Modus, Freihand nutzbar. Dann haben wir einen verbesserten Bildstabilisator, der ist bis 7,5 Blendenstufen angegeben. Das ist Branchenrekord. Das Maximum, was sonst andere Hersteller angeben, ist glaube ich bei Panasonic an der Lumix G9 mit 6,5 Blendenstufen angegeben. Und dann liegen die Herstellerangaben so zwischen 5,5 Blendenstufen bis maximal 6. Hier haben wir bis zu 7,5 mit dem 12-100er F4 und mit anderen Objektiven dann bis zu 7 Blendenstufen. Also ich sag mal im Weitwinkel bis zu 2 Minuten bei ruhenden Motiven kann man hinkriegen, frei aus der Hand. Also ein genialer Bildstabilisator. Hier an der OMD EM1X und das ist dann gegenüber der EM1 Mark II nochmal um eine Blendenstufe nach oben getrieben, das Ganze. Also da gibt es auch Verbesserungen. Dann haben wir die Bracketing-Funktion, hatte ich ja schon gezeigt. Also Bracketing kann man dann auch direkt hier auf eine Taste ablegen, aktivieren, deaktivieren. Focus Bracketing ist für uns ja besonders interessant. Springt jetzt auch wieder auf die Startfokusebene zurück. Das ist auch eine Sache, die ich bisher vermisst habe und die ich jetzt sehr gut finde. Panasonic hat das schon verbaut. Hier ist es jetzt auch verbaut. Also auch da eine Verbesserung. Interne Verrechnung konnte man an der EM1 Mark II und kann man da bis zu 8 Bilder mit einigen Objektiven machen. Jetzt geht es bis zu 15. Naja, für Makroanwender ist das ein bisschen knapp. Auf mittlere Distanzen kann man das vielleicht noch sehr gut nutzen. Aber immerhin, das ist auch verbessert. Dann haben wir Feldsensoren und GPS, also Höhen- und Temperaturangaben. Man kann auch ein Höhenprofil erzeugen und eine ganze Tour. Da gibt es auch eine kostenlose App. Wi-Fi-Steuerung haben wir sowieso, also drahtlose Steuerung, habe ich ja im Studio gezeigt. An der Olympus Image Share kostenlose App. Ja, auch mit Videofunktion und Live-Bild, Parametersteuerung, Live-Bulb ist da auch unterstützt. Allerdings die anderen Modi nicht, also Bracketing ist nicht unterstützt in der App. Das ist ein bisschen schade, auch der High-Resolution-Modus und so weiter nicht. Aber man hat viele Funktionen, viele Live-Bild-Funktionen und Tethering geht hier auch drahtlos. Das ist auch neu. Also wenn man die Kamera am PC drahtlos fernsteuern will, da gibt es auch eine kostenlose App von Olympus. Dann kann man das Tethering auch drahtlos steuern. Das ist eben auch neu. Also es gibt richtig viele Neuerungen hier an der Kamera. Sollte man nicht unterschätzen. Und ja, dann haben wir noch die Live-Bulb-Funktion, den Live-ND-Filter. Also Live-ND-Filter ist auch neu. Also ein richtig hoher Mehrwert hier für 3000 Euro. Ja, das ist natürlich eine Preisklasse. Und wer das Gewicht und Volumen jetzt nicht haben will, ja, der ist vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, aber alle anderen, ja, sollten sich die OMD EM1X einfach ansehen. Und wenn sie vielleicht schon, wenn ihr vielleicht schon ein paar Objektive von Olympus habt, vielleicht auch ein paar hochwertige, dann ist das ein geniales Teil, um das ganze System weiter aufzuwerten und ja, seinen Spaß an dem Olympus-System zu pflegen und das Ganze auszubauen. Und ich finde es super, dass Olympus da am Ball bleibt und das System pflegt und einen echten Kracher hier rausbringt. Apropos Kracher, für Makroanwender ist das natürlich eine super Kamera und
Da haben wir auch demnächst, das dauert noch ein bisschen, auch ein sehr interessantes Buch, Focus Stacking. Das ist noch in der Vorbereitung. 1-2 Monate Geduld bitte, vielleicht eher 2 Monate. Dann ist das auch für euch und für Sie ein hoffentlich ein Kracher für Makroanwender, die Stacken und Focus Bracketing Funktionen nutzen. Da wird es auch viele Details, auch zu dieser Kamera, aber zu vielen weiteren. Es gibt natürlich noch viele weitere Modelle, die auch stacken können. Im Prinzip kann man das ja mit jeder Kamera. Man muss nur wissen, wie. Ein bisschen Geduld noch. Im Moment finde ich die OMD EM1X richtig klasse. Tolle Verbesserung. Aber ich bin mit der EM1 Mark II auch noch sehr zufrieden. Und ich weiß es auch zu schätzen, dass sie eben doch noch schlanker ist. Die ist auch sehr schnell und sehr mobil. Und ich bin mit der auch noch sehr zufrieden. Ich warte noch ein bisschen ab auf einen Nachfolger, vielleicht in 1-2 Jahren. Ich hoffe, dass Olympus da am Ball bleibt. Aber die EM1X ist eigentlich wirklich ein Kracher. Und ich finde super, dass Olympus das System nicht nur pflegt, sondern eigentlich auch wirklich ein Spitzenmodell auflegt für die große Fangemeinde der Olympus-Fans. Und ich denke mal, ihr und sie können sich da wirklich drauf freuen. Und Kompliment an Olympus, dass sie so eine geniale Kamera aufgelegt haben. Im Moment auch von der Bildqualität die beste Micro Four Thirds Kamera. Besser als alles andere, was wir bisher gesehen haben. Also auch von der normalen Bildqualität top das Ganze. Die Olympus OMD EM1X. Machen Sie es gut, macht's gut und bis zum nächsten Mal.